Wenn man diese Bilder sieht, haben Mensch und Tier die größten Strapazen schon hinter sich. Heute zeigt euch ein Blick hinter die Kulissen, was an Arbeit, Anstrengung und Vorbereitung notwendig ist, damit ein so frohes Fest gefeiert werden kann. Grüß dich. Du kannst schon wohl reingehen. Die Fresse bitte. Die Fresse muss gleich noch Hause kommen. Der hat doch noch keine Sorge gezielt. Ja, das ist mein Kind. Den hat der Elias telefoniert. Der hat ihn dann nicht wieder angelangt. Wir sind konzentriert. Ich muss ein neues Konzert machen. Ja, Sammy. Ja, Sammy. Zwischen 50 und 60. Ja, du kannst dir Gas mal machen, der ist ja noch ein Bleib. Du kannst auch die Rollen, zum Beispiel lenken, da der Bahn, du musst da zwei Mann, dann biegst du die Bühne. Wo hast du denn den? So, du kannst sagen, bündig dort aus, Martin, in der ersten. Hä? Da so bündig aus. Ja, du machst schon gerne, dann hast du gemacht. Das weiß ich bitte. Ja. Nein, das ist schon so gesetzt. Was gut. Okay. Bitte. Das ist alles noch jetzt. Was ist geil, dann bist du nur da unten mehr. Ja, spring ich über das Schloss ein. Thank you.
Das ist, was ich suche. Jetzt. Da sind wir weit. Jetzt der. Da kannst du auch so reiten machen mit der. Da hast du aber zum Heben noch. Das ist auch nochmal ein Kugel. Nein, geht nicht mehr mit. Das tun wir wohl das Geheim. Viel mehr hat das Geld. Das ist nächstes Mal immer verboten worden. Ist das nochmal mitgegangen? Ja. Der kann bewegt. Ja. Da hat er so harte Dinge rein. Ach so? Echt, oder? Ja. Komm mal raus. Du. Oh, die Hut, nein, okay, das ist richtig. Ja, was ist denn so? Der Rollen dran. Der Rollen? Inlandskreis. Der Roller bleibt. Aber auf die Fresse haben. Die Gelände taug ich noch. War auch nicht schlecht, wenn es das mit dir ich war. Bin dafür, dass wir fürs nächste Jahr Segway kaufen. Ja. Alles da! Das bringt gleich, oder? Das Zeug. Das ist ein recht nass, das Zeug. Das ist ein Platsch, das ist das. Ja, wir sind jetzt soweit. Der Hirt hat uns die Bestätigung gegeben. Es ist alles da. Und jetzt sind wir übergegangen zum Tour machen, dass wir es ein bisschen warm haben. Wir bleiben beim Viech da, bis es dämmer wird und bis es Nacht wird. Es ist wirklich zu blären, wenn du eben da stehst. Es ist so etwas Schönes, vor allem wie ich, wenn du halb aufgewachsen bist. Es bewegt sein Herz. Das schlägt dann ein bisschen schneller als wieder heim. Vor allem wegen der Umgebung da. So, lieber André, wir sind beim Feuer machen. Jetzt mal. Ich brauche den Brennstoff. Das ist das Brennholz, was du mal toll gekriegt hast. Nein, der hat nicht gleich gemeint, wo du rausgeflogen hast. Oh, das ist ein hohes Ball. Nimm mir mal den Mittelfinger zurück.
Geil. Der erste Park. Der erste Sonne, weil der ist gleich weg. Ich auch. Man schmeckt jetzt ein Vater, die Zombie, pass auf. Oh!
Hier. Jetzt mal rein, Leute. Schau mal drauf. Jetzt ist es weg. Der Fabi. Der Fabi, Fabi. Ja, schon. Jetzt geht's halt besser. Bier. Ja, gut. Heidi ist gut gegangen. Ganz fein. Ja, Heidi ist nur gut gegangen, oder? Ja. Wow, was ist das? Alter! Auf die jetzt riechen, auf die jetzt nicht. Ja, Norbert, kurze Zwischenbilanz. Wie ist es gegangen bis jetzt? Bis jetzt gut. Die Küchen sind eh alle. Das ist
Motor an, aber das Leben. Ich nicke. Jetzt wenn in dem Fall mit der Halfter und
Thank you.
Ja, ich bin auch hier. In Bezug auf Alba, was soll ich jetzt da sagen? Ich habe jetzt einmal mit dem Herrn geredet, das ist jetzt vorhin drin, oder Siegmund gewesen. Er hat gesagt, wenn er einen Albensommer aussucht, kannst du ihn lange jetzt schon selber suchen, wie der heurige gewesen ist. Alben geregnet, Alben gewachsen, nie kann Schnee, bis auf die letzte Woche ein paar Zentimeter, jetzt zwei Tage vor dem Albenbetrieb. Vom Wetter her ideal. Viech haben alles unter Horn gebracht, dank unserem Hirt. Mit Familie, sagen wir mal dazu, das passt sowieso. Die helfen alle zusammen. Es hat super funktioniert, eine Arbeit. Dein Verdienst. Was bei allem Sommer anfangen, weiß man eh, das sind lange Zollenauftrieb. Das funktioniert gut, weil wir sie da fahren mit dem Lastwagen, das ist kein Thema. Aber ich muss sagen, heute Almabtrieb hat der Graben Andreas die Leute zusammentrommelt. Wir haben ein Leib mitgekriegt, ganz ein Haufen. Das hat super funktioniert. Wir sind Schaden, ohne Schaden heimgekommen. Den Dorf, du bist vor einem Spiegel gefallen, ja. Aber sonst ohne große Probleme, ohne Schaden sind wir durch die Elf durchgekommen. Und das ist heutzutage bei dem Verkehr nicht mehr so einfach, weil die Autofahrer haben keine Geduld. Aber es hat super funktioniert, dank super Mannschaft. Die, die zusammengeholfen haben, die gewusst haben, um was es geht. Ich darf sagen, danke schön an die ganze Mannschaft. Norbert, im Sommer 2012, aus deiner Sicht? Gut. Wie der Klaus schon gesagt hat, das Wetter hat passt, es hat geregnet. Schön Wetter gehabt, das Gras ist gut gewachsen. Das Viech haben wir alles angebracht. Auch Postschutz wieder mal seit langer Zeit. So ist es und für mich super. Gut, danke. Liebe Festgäste, liebe Zuschauer von unserem Almabtrieb, ich darf euch im Namen der Agrargemeinschaft Feldernalpe recht herzlich zu dem Festl, was wir daheim haben, zum Almabtrieb begrüßen. Jetzt das Festl ein bisschen genießen, solange es fein warm ist. Ich weiß, ihr geht ein bisschen frisches Windler. Jetzt etwas essen, etwas trinken, dass der Martin mit dem Viehzuchtverein, der was das organisiert, etwas verdient. Der Martin braucht ein Geld, weil wir möchten einen Ausflug machen. Dankeschön. Da die Schuhe laufen.
Ja, da will ich helfen. Bist du von Johnny, der Ding noch, Verkäufer, oder? Ja, Vertreter.